Nazi-Parolen, Volksverhetzung, Hassbotschaften. Inhalte wie diese müssen Plattformen wie Facebook, YouTube oder Twitter innerhalb von 24 Stunden nach einem Hinweis darauf löschen. So sieht es das Netzwerkdurchsetzungsgesetz vor. Facebook zum Beispiel hat die Zahl der Beschäftigten verdoppelt, die sich ums Löschen kümmern. 1200 Mitarbeiter prüfen, was 31 Millionen aktive deutsche Facebook-User veröffentlichen. Das Unternehmen bezieht nur schriftlich Stellung. Wir sind überzeugt, dass die besten Lösungen erzielt werden, wenn Regierung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft zusammenarbeiten und dass das Gesetz in seiner jetzigen Form nicht dazu beiträgt, dieses wichtige gesellschaftliche Problem zu bewältigen. Auch Experten kritisieren das Gesetz. Sie warnen vor einem vorsorglichen Löschen, also Zensieren von Inhalten. Hier droht eben ein sogenanntes Overblocking, dass hier eben Inhalte aus dem Netz verschwinden, weil die Unternehmen sagen, vielleicht ist es hier ein rechtswidriger Inhalt und bevor wir eine Strafe zahlen, löschen wir lieber. Und hier drohen eben Einschnitte bei der Meinungsfreiheit. Die Kritiker hoffen jetzt auf eine Jamaika-Koalition. FDP und Grüne haben sich im Wahlkampf gegen das Löschgesetz ausgesprochen und könnten es kippen.